Tausende europäische Staatsbürger sind in den vergangenen Monaten nach Syrien und in den Nordirak ausgewandert, um dort als Mitglieder der ISIS in den Krieg zu ziehen. Sie wollen Helden sein für ihre große Idee eines muslimischen Staates. Dabei scheuen sie nicht vor grausamer Gewalt zurück. Ich denke da an einen Soldaten, der auch Karriere machen wollte im Kampf. Er lebte um das Jahr 1200, es war Franziskus von Assisi. Er zog schwer bewaffnet aus mit einer Ritterrüstung und wollte sich einem Kriegshelden seiner Zeit anschließen. Da hatte er einen Traum und er hörte Jesus im Traum zu ihm sprechen. Und er spürte, dass Jesus ihn ruft, umzukehren und die Waffen niederzulegen. Er begann immer mehr mit Jesus zu sprechen, auf Jesus zu hören. Und das schaffte in ihm eine tiefe Vereinigung mit Jesus. Er erlebte dadurch einen tiefen inneren Frieden. Und es drängte ihn, diesen Frieden weiterzugeben. Inzwischen ist Franziskus von Assisi für Abermillionen Menschen zu einem Symbol des Friedens geworden und hat diese Menschen ermutigt, sich für Gerechtigkeit und eine friedlichere Welt einzusetzen. Ich denke, Franziskus ist es klar geworden. Eine große Zukunft erreiche ich nicht durch Grobheiten und Einsatz von Gewalt, sondern indem ich mich für den Frieden öffne, der von Gott herkommt, und diesen Frieden auch praktizieren. Auch ich möchte in meinem Leben, soweit es möglich ist, auf Gewaltanwendung verzichten. Und ich möchte von Jesus seinen Frieden empfangen und ihn weitergeben.